Kitzbühel im ersten Durchgang ausgeschieden, einmal Dritter und sonst immer gewonnen. Henrik Christoffersen, 22 Jahre jung ist der Bursche und ehrgeizig wie kaum ein anderer. Ja, wieder Marcel. Wieder Marcel. So, auch sehr flott. Ja klar, da oben musst du alles aus dir raushalten. Aber siehst du, dieser flache Teil ohne Richtungsänderung, da ist er mal 33 Hundertstel hinten. Jetzt ist er von der Linie her genauer als der Felix. Schauen wir, ob er im Steilhang da was rausquetschen kann. Holt auf, ja ganz klar. Das war eine perfekte Fahrt im Steilhang. Aber im zweiten Durchgang geht es aus demselben Starthaus raus. So ist es. Da kann er oben wieder auf Christoffersen vielleicht sich was herausarbeiten. Und wir erleben hier eine dritte Überraschung, denn zum dritten Mal leuchtet es rot auf bei Christoffersen. Vielleicht nicht aufgrund der Topografie, aber jetzt ist, grün. Jetzt ist es grün. Ja, ja. Aber dennoch, dass es bei Christoffersen so oft rot aufleuchtet und dass er jetzt nur unter Anführungszeichen 1/1000 Vorsprung hat, das ist in diesem Rennen schon mal sehr interessant. Und er hat ja hier keinen Zielbogen, der rot oder grün leuchtet, so ja, wie in Schladming, dass er danach sich richten kann. Aber hier steht an jeder Ecke WM und das muss reichen, wenn du hinschaust, dass du am Schluss nochmal so richtig Gas gibst. Genau. Es waren keine großen Probleme dabei, aber wir erkennen speziell an dieser Fahrt eines ganz exzellenten Slalomfahrers, dass es sehr wohl auch darauf ankommt, was am Gelände kann einem Läufer liegen und was weniger. Ganz richtig. Und das ist ein Hang, der ihm wahrscheinlich am aller